Willkommen zurück hier bei Outland. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ganz da bin, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich glaube, ich bin kurz davor. Aber das ist kein großer Verlust. Denn hier bin ich auch schon wieder. Yep. So war es nämlich, genau. Ich glaube, hier unten war ich, gell? Ja, und diesmal habe ich deutlich mehr Lebensenergie, wie ihr seht. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass der so weit kommt. Ehrlich gesagt. Ach nee, genau da unten war ich. Richtig. Weg. So. Dann mache ich das hier eben doch nochmal. So, geht doch. War doch jetzt gar nicht so schwer. Wie zum Henker komme ich darüber? So komme ich da. Und dann. Ah, ich da direkt rein. Ich bin doch dumm. Geh weg. Immerhin kriege ich hier nochmal fett Energie. Wie viel habe ich jetzt? 7. Wie viele Herzen habe ich? 10. Ich fürchte, bei den Herzen wird es bleiben. Bei den 10. Aber ich denke mal, ich könnte noch 7 Energie dazu kriegen. Nicht 7, 3. Also in Summe dann auch 10, so wie beim Leben. Ist zumindest so mein Gedanke. Übrigens, die Stelle hier ist wesentlich einfacher. Moment, warte mal. Ich war doch jetzt gerade hier eben beim Nachstellen so gut, dass ich dieses Herz tatsächlich nicht gebraucht habe. Da hole ich mir das doch glatt mal. Genau, kleiner Tipp von mir. An dieser Stelle hier oben einfach blau bleiben. Und die Gegner wechseln ja eben, dann werden rot. Dann kann man sie ganz gemütlich hauen. Ja. Okay, das war dumm. Aber so habe ich das gerade eben gemacht. Einfach warten, bis sie rot werden. Den blauen fein ausweichen. Und dann geht es schon. Kann man machen. Ach, guck mal, und hier endet das Rot. Na dann. Das war verdammt knapp. Aber übelst knapp, ey. Und geschafft, der Turm der Unendlichkeit. Jetzt kommt der Weg der Tränen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Das heißt, ich werde jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Und aber die Folge natürlich nicht, denn ich werde die einfach zusammenstückeln. Ja, so sieht's aus. Ja, bis gleich. Oder bei der nächsten Aufnahme. Oder so. Keine Ahnung. Wie auch immer. Geht gleich weiter. So, da bin ich wieder. Hat ein bisschen gedauert. Da kann ich leider nicht in die Wand. Und so wie ich das sehe, nähert sich dieses Spiel dem Ende. Leider kam ich ja die letzten Tage relativ wenig zum Aufnehmen. Habt ihr wahrscheinlich schon bei Gothic gemerkt. Na, komm her. Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt hier durchkomme. Geh mal weg. So, schön. Okay, die Blauen zielen auf mich. Die zielen beide auf mich, so wie es aussieht. Ist ja fies. Wechseln die denn auch die Farbe? Nö. Autsch, da war ich zu nah dran. Ich werfe gleich mal einen Blick auf die Karte. Nämlich gerade nicht sicher, wo ich hin muss. Andererseits, da links war ja dieses Tor, da komme ich ja nicht durch. Da habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit. Nämlich... Moment, kann ich da runter? Nein. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, genau, ist das hier. Und jetzt biegt wahrscheinlich hier links. Ja, ja, okay. Das war ja simpel. Kann ich da hoch? Warte mal. Ah, nee, das klappt leider nicht. Ansonsten kann ich hier auch nirgends hin. Schade. Nun denn. Uah, nochmal schon wieder so ein Dicker. Wo kommen die denn alle her? Ups. Natürlich dreht der sich um im letzten Moment. Au. Ah! Ich dachte, ich kann da kurz reagieren.
dieser Farbwechsel ist auch fies, muss ich ja sagen. Na? Ach, jetzt muss er sich erholen, ne? Wie war das? Ach so. Jetzt schießt der. Na, das ist ja halb so wild. Wow! Das, naja, ich muss mich halt einfach anpassen an die Farbe, die er da hat. Ich glaube, er fängt an mit Blau. Dann wird er blau, dann schießt er rot. Hey! Geht doch. So. Na, na. Ja. Geht doch. So, ich finde, ich habe mich deutlich besser angestellt als beim allerersten Mal, als ich auf so einen getroffen bin und das Ganze gerade ohne Energie sogar hingekriegt. Ah, ich dachte, das braucht noch ein bisschen länger. Okay, das war blöd. Das war blöd, gebe ich zu. Da kann ich leider nicht hoch, aber da kann ich später runterfallen. Das sollte ich aufpassen. Hep. Geh mal weg. Niemand mag fallen. Vor allem nicht die Roten. Die Roten, die beißen und tun weh. Na, wer schon mal an mir war. Mann, genau in dem Moment. Das, muss ich ja sagen, nervt mich ein bisschen an dem Spiel. Das hat aber sowas von getroffen. Dass es so viele Timing-Dinge gibt, die einfach, die man nicht beeinflussen kann und die trotzdem schief gehen können. Machen wir das mal so. Ja, da hätte ich beinahe Schaden gekriegt, aber eben nur beinahe. So, rot hier rüber und dann blau hier hoch, ne? Wupp. Und dann wird man wieder blau. So. Na, geht doch. Siehst du? So muss man das machen. Genauso und nicht anders. Ich freue immer wieder einen Guardian Key. Immerhin kann ich mich hier teleportieren, sobald ich im nächsten Level gewesen sein werde. Apropos nächster Level. Ich dachte, das wäre ja schon so ziemlich das Ende. Habe ich mich vielleicht getäuscht? Hm, wer weiß. Ach ja, richtig. Wie gesagt, man kann ja runterfallen. Ah, ich dachte nicht, dass es hier wäre. Wo zum Henker kommt der jetzt plötzlich her? Ist der vorher nicht gespawnt, oder? Geh mal weg. Was zur Hölle? Wo kommt der denn auf einmal her? Der war vorhin ja noch nicht. Ah, komm schon, ich habe beim Abspringen gewechselt. Das ist auch so eine Sache, dass man gefühlt alles ein bisschen früher machen muss, damit es eben doch nicht kollidiert. Na, hier habe ich es jetzt rechtzeitig gemacht. Keine Ahnung, ob das einfach nur an mir liegt oder ob es sich nur so anfühlt, als wäre das Spiel etwas schlecht getimed. So, genau, hier, ich dachte, das wäre unten so eine kleine Grube, durch die ich durchlaufen kann, um das Ganze hier zu umgehen. Au! Geh mal weg. Jetzt muss ich ja sagen, ist das Schießen extrem wertvoll an solchen Stellen. Bewegen halt einfach bedeutet, Farbe müsste ich wechseln und das kann ich aber nicht, wegen Koordination und so. Wie schießt du denn? Schießt du überhaupt? Ja, du schießt, genau. Da war was. Schießt du blau? Schießt immer in deiner Farbe. Oder schießt du auch blau, wenn du rot bist? Das immer so. Na, bist du? Da bist du. Und eins, und zwei, und drei. Ich wusste doch, drei Treffer. Kann ich da runter? Nee, leider auch nicht. Das ist leider wieder nur Deko. Verdammt, knapp daneben. Das ist ärgerlich. Naja, okay, den kriege ich auch so. Hä? Warum die vier Treffer? Naja, passt schon. Autsch! Da ist ja blau. Wie gemein. Okay, da oben kann ich mich heilen. Halb so wild. Vielleicht sollte ich mir das Herz irgendwie aufheben oder so. Keine Ahnung.
Kann ich das denn? Kann ich das denn irgendwie? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich grad, sie könnte das Herz vielleicht irgendwie runterkicken oder runtertreten. Aber nö, das geht nicht. Na egal, was soll's. Geh mal weg. Ah, das funktioniert. Guck mal. Okay. Das, sieht spannend aus. Und das war gerade verdammt knapp da oben. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ah! Ich will da durch! Meine Güte! Das kann doch nicht so schwer sein. Dann gehe ich halt drüber. So. Die große Münze, die lasse ich mir... Verdammt, die lasse ich mir doch nehmen. Ich Depp. So, zweimal hinten. Dann hau mich mal. Dann denke zumindest, dass du das tust. Oh mein Gott! Und warum... Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum kriege ich Schaden, wenn ich auf seinen glatten Rücken lande? Oder sowas hier, dass er dann sich irgendwie dämlich bewegt und ich keinerlei Vorbereitungszeit habe und dann einfach Schaden kriege. Ich verstehe das nicht. Ich wünsche mir, dass das fairer ist in einem Spiel. Aber gut, das wusste ich ja nicht, als ich mich darauf eingelassen habe, ne? Ich will hier nicht so viel rummeckern. Im Großen und Ganzen finde ich ja das Spiel gar nicht mal so übel. Haha! Und weg. Was gibt's hier? Ganz viel Geld, okay. Sonst noch was? Kann ich da hoch? Ja, da kann ich hoch. Das ist auch eine Sackgasse. Das heißt, da habe ich auch erstmal nichts verloren, wenn ich da hingehe. Und nein! So, genau. Machen wir das mal so. Häpp und häpp und häpp und häpp. Ah, guck mal einer an. Das funktioniert ja ausgezeichnet. Ich kann die ja sogar betäuben, indem ich mich auf sie drauf stürze. Das ist neu. So, da rechts drüben. Ups. Wollte gerade sagen, da war ich noch nicht. Ah! Das ist auch fies, dass man den einfach überhaupt nicht ausweichen kann. Ich kann wegrennen, wie ich will, die rennen einfach mir hinterher und treffen mich trotzdem. Sowas ist gemein. Sowas ist sehr gemein. Vor allem, weil ich als Spieler halt so eine Fähigkeit nicht habe. Also entsprechende Gegenfähigkeit. Aber ich meckere schon wieder viel zu viel. Ich sollte mich aufs Spielen konzentrieren. So, und the end of all things, das Ende aller Dinge. Ich würde mal sagen, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.